Am späten Vormittag sind Robin Sturm und Stefan Sindera im Kölner Grüngürtel unterwegs, als einen von beiden ein menschliches Bedürfnis plagt. Soll ich essen gehen? Ja, wäre nicht schlecht essen, aber ich muss erst mal ganz dringend pinkeln. Echt? Ja. Ja, mach doch. Zieh ich dir direkt 60 Euro ab. Ja. Kann ich aber übertrumpfen, wenn Karneval wäre, wären es 85. Ne? Ja gut, dass wir zu einer Zeit kein Karneval haben. Aber ich glaube, hier hinten ist auch noch so eine, ich glaube, da ist so ein Restaurant mit Toiletten, öffentlichen. Kiosk da vorne, hin, ne? Ja, da gehe ich gleich mal hin. Ne? Offenbar ist Stefan Sindera nicht allein mit seinem Problem. Auf dem Weg zum Restaurant treffen die Beamten auf einen dreisten Wildpinkler. So, derjenige Herr da. Können Sie mich verstehen? Mal schön das Ding da einpacken. Sind wir soweit fertig, oder? Das sieht natürlich gut aus. Haben Sie nett die Pflanzen bewässert? Ja. Haben Sie EC-Karte dabei? Nee, leider nicht. Kostet aber 60 Euro, das Wildpinkeln. Oh, okay. Na? Wie heißen Sie denn? Tim Nusch. Tim Nusch, was haben Sie gerade gemacht? Also außer Wildpinkeln, ich meine, was machen Sie jetzt hier? Ich wollte mich nur erleichtern. Ja, okay, aber was machen Sie denn hier insgesamt? Nicht? Nicht. Also spazieren gehen hier. Einfach nur spazieren gehen. Ja. Gut. Also EC-Karte haben Sie? Habe ich nicht. Haben Sie nicht? Habe ich nicht. Gut, Bargeld dürfen wir nicht annehmen. Oh, und wie machen wir das dann ein bisschen jetzt? Müssen wir Ihnen einen Zahlschein ausstellen. Ja, dann machen wir das. Gut. Machst du? Schreib mir mal seine... Genau, geben Sie mal einmal einen Ausweis her, bitte. Ja, mache ich, kein Problem. Nachdem Stefan Sindera den Zahlschein ausgestellt hat, setzen die Beamten ihren Weg fort. Weit kommen sie allerdings nicht. Hallo. Entschuldigung. Ja, hallo, gut, dass ich Sie hier treffe. Ich bin da vorher hergegangen und da ist eine Bank, da sitzen zwei Personen drauf und da stand ein Rucksack und dabei, die hatten eine Waffe dabei. Was für eine Waffe? Oh, Messer, Pistole? Eine Pistole, keine Ahnung, so groß, ich kenne mich auch nicht damit aus. Haben Sie gehört, wie damit geschossen wurde oder haben Sie nur die Waffe gesehen? Nein, ich bin da hergegangen und da stand ein Rucksack und dann guckte ich natürlich da rein, weil der Rucksack stand ziemlich weit auf und dann habe ich erstmal gedacht, ich habe mich verguckt, aber ich habe mich definitiv nicht verguckt und da war definitiv eine Pistole drin. Wir brauchen einmal Ihren Ausweis, schnell. Also die Bank da hinten oder was, die wir sehen? Ja, okay, genau. Da sehen wir auch eine Person. Ja. Ja. Also da, sitzen zwei Leute. Ja, hältst du die mal im Augen? Ja. Ich denke, ein Pärchen oder so. Okay. Also die sahen mir irgendwie ein bisschen verliebt aus, aber... Okay, wir gehen jetzt hin, da sitzt ja noch eine Dame, da war also noch ein Herr dabei, ja? Ja, definitiv. Jetzt gilt oberste Alarmbereitschaft. Wenn das Paar tatsächlich bewaffnet ist, sind sowohl unbeteiligte Parkbesucher als auch die Beamten in ernster Gefahr. Die Dame ist uns gerade entgegengekommen. Die hat gerade hier ein Pärchen sitzen sehen. Ich tippe mal, Sie sind schon mal die Hälfte des Pärchens, weil Sie haben so einen Dutt. Waren Sie gerade mit einem männlichen Begleiter? Mit meinem Bruder, ja. Mit Ihrem Bruder. Okay. Hat er denn einen Rucksack dabei? Der hat einen Rucksack dabei. Und hat er da zufällig eine Waffe dabei gehabt, eine Art von Pistole? Ich habe nichts von der Waffe gesehen. Ja. Also eigentlich war ich nur hier in meiner Pause mit meinem Bruder. Und wir haben einfach geredet, wir treffen uns, wir sehen uns momentan nicht so oft. Und der... Wo ist er jetzt hin? Er wollte kurz auf Toilette gehen. Okay. Einmal würde ich gerne in Ihre Tasche reingucken und einmal brauche ich einen Personalausweis. Natürlich. Können Sie einmal abmachen? Sie arbeiten hier? Vorne am Kiosk? Genau, ich arbeite. Nehme ich jetzt gerade da ihre Weste, ja? Ja, richtig. Laut Aussage der jungen Frau ist ihr Bruder Richtung Kiosk verschwunden, in dem die Angestellte arbeitet. Polizeikommissar Robin Sturm und Polizeioberkommissar Stefan Sindera machen sich sofort auf den Weg. So, dann gucken wir mal, dass wir die Kuh schnell vom Eis bekommen. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß ja, was ich gesehen habe. Ja. Bleiben Sie jetzt mal zurück. Ich hab's gefällt. Was denn? Die Polizei, die Waffe weg! Runter mit der Waffe! Waffe runter! Sofort! Waffe runter! Geh rein! Geh du rein! Hände nach oben! Hände nach oben! Von der Waffe weg! Ich tue ihn nicht! Haben Sie noch irgendwelche Waffen? Sie bleiben da hinten! Sie bleiben da hinten! Ich mach nichts! Spielzeugpistole. Okay, Spielzeug? Ja. Alles klar. Gut. Einmal den Rucksack her. Wir haben ja dann tatsächlich feststellen können, dass die Waffe, die hier im Einsatz war, eine Spielzeugwaffe war. Aber ich will das mal kurz demonstrieren. Wir haben hier den Rucksack und jemand nimmt von der Seite die Waffe so wahr. Ich weiß nicht, könnte man dann unterscheiden, ist es eine echte oder unechte? Die Passantin konnte es nicht und hat dann gesagt, die Polizei ist in der Nähe, gucken Sie doch bitte nach. Denn bevor was Schlimmes passiert, ist klar, dass wir hier nach dem Rechten schauen. Die Beamten wollen den jungen Mann zur Rede stellen. Doch zuvor kontrollieren sie, ob der Verdächtige weitere Waffen bei sich trägt, die ihnen gefährlich werden könnten. So, was war das für eine Aktion hier?
Ich wollte doch... So, bitte einen Moment, ja? Dieses miese Schwein belästigt meine Schwester jedes Mal. Ich musste schon mit ansehen. Sie hat es mir vorhin erst wieder erzählt. Jedes Mal belästigt dieses Schwein meine Schwester. Ich konnte mir das nicht länger mit ansehen. Ah. Da... Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich musste irgendwas was machen. Heißt, was heißt denn belästigt? Das ist erstmal die Frage, wieso kommst du denn mit der Waffe rein? Meine Schwester erzählt mir jedes Mal, wie er sie begrapscht. Hör mal, Kollege, du fuchtelst jetzt auch nicht mehr weiter hier mit deinem Arm vor meinem Gesicht. Hände runter, okay? Ja. Wir bleiben da unten. Ja, sie erzählt mir immer, wie er sie betatscht, wie er sie anmacht. Gerade habe ich es noch gesehen gestern, als er sie da so ekelhaft umarmt hat und betatscht hat. Da konnte ich einfach nicht mehr länger hinsehen, wie er das... Ist meine Schwester. So, jetzt hör mal zu, Kollege. Du bist nicht Zorro, Phantomas oder Batman oder sonst wer. Wenn es ein Problem da gibt, dann geht deine Schwester zu uns, zur Polizei. Die bringt das zur Anzeige. Wenn sie davon Kenntnis haben, dann können sie das auch machen. Oder sie begleiten ihre Schwester im besten Fall. Aber hier in Wildwestmanier hier mit so einer Schreckschusswaffe aufzutauchen, den Kioskbesitzer zu bedrohen, da gräbst du dir quasi dein eigenes Grab, ne? Luke kennen wir auf dem Fernseher, aber hier kannst du es lassen, ne? Gut. Die Waffe ist erstmal eine Spielzeugpistole, soweit wir das gesehen haben. Ja, ich wollte ihm ja nicht wirklich... Anzeige nehmen wir deshalb auf, ja? Okay. Ja. Gut, wissen Sie schon mal Bescheid. Bleiben Sie jetzt mal hier. Was ist das hier für Vorwürfe? Ich weiß nicht, wovon der redet. Seine Schwester arbeitet hier. Ja. Wir kommen hier sehr gut miteinander aus und die macht mir immer Kaffee und bin verheiratet, habe ein Kind, ich will seiner Schwester nicht. Ich habe selber gesehen. Gut, lassen Sie den Herrn auch mal reden. Ja. Gut, er hat Sie mit der Waffe bedroht und was hat er zu Ihnen gesagt? Dass ich seine Schwester in Ruhe lassen soll und nie wieder und sonst... Was ist denn bei den Vorwürfen? Wollen Sie dazu was sagen? Es gibt dazu, es ist Blödsinn. Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind und... Okay, gut, dann machen Sie einmal die Ausweise, hätte ich gerne von beiden. Ja. Der Kollege, der macht jetzt mal eine Abfrage. So, und Sie können jetzt mal in Ruhe kurz reden. Du fällst dich ruhig? Ja. Okay. So. Das stimmt. Also dein Bruder, du hast das jetzt alles gerade mitbekommen, ne? Ja. Das war ja hier fast gerade wie in einem schlechten Film, ne? Was er hier abgezogen hat. Also, ich auch nicht richtig, Ben. Aber stimmt. Mal helfen. Das stimmt. Okay, die Vorwürfe, die... Stimmt, er hat recht. Ich habe auch mit ihm drüber geredet. Ich wusste nicht mehr, wem ich sonst drüber reden soll. Das heißt, es gibt wirklich die Probleme mit dem Kioskbesitzer hier. Ja, ich fasse mich immer an, wenn ich Regale einräume, geht er mir zwischen die Beine oder fasst mir in den Hintern, wenn ich irgendwo versuche, Eis rauszuholen oder sonst irgendwas. Hey, da ist Ruhe! Können Sie mal zu meinem Kollegen rübergehen? Ich will hier nur nicht. Pass auf. Ne? Du türmst nicht? Nein, du wartest da vorne, okay? Ich bleib hier. So, okay. Das stimmt wirklich. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, deswegen habe ich nur mit Ben drüber geredet. Weil mir der Job so wichtig ist, ich brauche das Geld für... Ich will ein Au-pair-Jahr machen. Aber du, ganz ehrlich, kein Geld der Welt ist das wert, dass du das über dich ergehen lässt. Wenn so eine Sauerei, wenn so eine Schweinerei passiert, dann kommst du direkt zu uns zur Polizei, ne? Ich wollte meinen Job nicht verlieren. Das hat damit nichts zu tun. Es gibt tausende Jobs hier in Köln, ne? Also da musst du dir keine Gedanken machen. Wir nehmen die Anzeige, das, was du mir jetzt gesagt hast, das nehmen wir jetzt trotzdem auf, ja? Ich möchte dir auf jeden Fall anzeigen. Okay, und dann ist hier dann erstmal Sense. Aber jetzt sag mal nochmal, wusstest du, was dein Bruder hier vorhatte? Ich wusste nicht, was er vorhat, nein. Ich hatte davon keine Ahnung. Ben, warum so? Okay. Ja, ich wollte nichts sagen, weil ich wusste, dass du dir Sorgen machen würdest. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich konnte das nicht länger mit ansehen, wie dich dieses Schwein immer anfasst und wie er dich anguckt. Geht ihr beiden mal raus, ja? Geht ihr beiden mal raus. Als Robin Sturm bei der Leitstelle die Personalien überprüft, erfährt der Polizeikommissar brisante Details über den Kioskbesitzer. Offenbar hat der Mann eine dunkle Vergangenheit. Schon wegen Vergewaltigung vorbestraft. Herr Frei, anscheinend sind Sie ja kein unbeschriebenes Blatt. Ja, aber man kann sich auch bessern. Man kann sich bessern, keine Frage. Ja? Saßen Sie schon drin? Ja. Für die Strafe? Haben Sie schon abgesessen? Haben Sie mal Therapie gemacht? Ja. Haben Sie auch schon? Hat aber auch mal verheiratet und hat ein Kind. Ja, dann wie alt ist Ihr Kind? Sehr jung. Jünger als die Dame. Mhm. Auch ein Mädchen? Ja. Dann wissen wir ungefähr, wie die sich fühlt, oder? Natürlich. Okay. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gemacht. Und trotzdem nur Kiste Knete im Kopf, oder was? Ich habe nichts gemacht und ich weiß nicht, was die Tante da erzählt, ehrlich. Nee, ganz ehrlich, Sie fahren jetzt mit uns mit. Ja, also Sie saßen noch nicht drin, haben Sie gesagt. Wir werden bald sitzen. Für Ihre Strafe. Gut. Also sind Sie quasi Wiederholungstäter, wir nehmen Sie jetzt hier mit. Sie geht ohne anstellen. Geht das ohne oder? Geht ohne. Geht ohne? So, schließen Sie hier ab, Ihr Ding, und dann... Ja. Sollte man auf der Arbeit oder irgendwo anders sexuell belästigt werden oder auch weitergehend, Stalking, was auch immer,
dann sollte man auf jeden Fall Leute hinzuziehen, mit denen sprechen, uns auf jeden Fall auch hinzuziehen. Und eigentlich kommt man dann ganz gut aus der Sache heraus. So, und für euch beiden ist klar, da kommt noch mal Post. Du wirst noch mal speziell eingeladen, ne? Auch vom dementsprechenden Fachkommissar. Da machst du einfach noch mal deine Aussagen. Ne? Da ist auch eine Kollegin, der kannst du dann vielleicht auch einfach mehr anvertrauen als jetzt mir. Der Herr, ich weiß nicht, ob du das wusstest, also der ist ja schon mal vorbestraft. Ich möchte jetzt nicht sagen, weswegen, ne? Aber pass auf, bei dir, du bekommst auch eine Anzeige. Ne? Ja, ja. Deine Personalien haben wir, du bist 16, ne? Zwischen 14 und 18 gilt das Jugendstrafrecht, sage ich dir auch. Aber was du gemacht hast, ist so nicht in Ordnung. Ja, ne? Ich weiß. Ich bin denk aber, ich kann Beschützerinstinkt von Geschwistern, ne? Stehe ich 100% dahinter. Aber nicht so. Dann hol sie hier einfach raus, dass sie hier nicht mehr arbeitet, wenn du sowas hörst, ne? Sofort weg und dann Anzeige. Geht nur über Anzeige und Polizei. Okay? Verstehe ich. Gut. Dem Mann droht erneuter Haft wegen sexueller Belästigung.